Recht herzlich willkommen zur 191. Folge von City Skylines. Ja, letztes Mal haben wir die Heizung gemacht. Da haben wir ja geguckt, was so Sache ist und das war dann fertig. Dürfte nirgendwo mehr was Braunes sein. Wir sind bis auf den Berg gewesen. Alles läuft, alles ist gut. Also alle haben eine warme Bude jetzt. Wir haben natürlich hier noch einen Überschuss, hatten wir festgestellt. Ist dann zu überlegen, ach guck mal, hier sind 1, 2, 3. Da ist vielleicht einen, den wir dann auch wegmachen könnten, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Dann reißen wir doch da einfach den da vielleicht mal ab, oder? So, dann müsste man mal gucken, ob sich das hier widerspiegelt. Nicht wirklich. Die Heizungsmenge sinkt nicht. Wir haben 8 Grad Temperatur, also ist das jetzt auch nicht unbedingt, dass das kalt ist, warm ist, sondern sollten schon ein paar Heizungen laufen. So, jetzt ist, da hinten ist noch so ein Kraftwerk, da ist eins, da. Also es sind schon noch ein paar da. Sind die jetzt dann auch aktiv? Ja. Hier ist eins. Da hinten war eins. Ja, mir kommt es vor, als ob wir noch einen definitiv wegreißen können, ne? Es geht ja nicht runter, ne? Ja, den machen wir auch noch weg und jetzt müsste es aber runtergehen, denke ich, oder? Wir haben hier das. Da ist auch noch eins. Da ist auch eins. Hier oben war noch eins, also sind einige Kraftwerke da, ne? Hier oben ist auch so ein geologisches, ne? Ja, da ist jetzt die Frage. Den würde ich behalten, den würde ich, dann würde ich diesen noch kicken. Dann muss es aber auch jetzt mal runtergehen, oder? Ja, jetzt ist da auch der Satz da, jetzt passt es auch. Gut, dann ist es auch nicht keine zu sehr Überproduktion. Wir haben noch einen guten Schnitt da drin. Es wird ja auch gerade kälter, 5,2 Grad, aber wir haben noch Reserve. Gut. Was nächste natürlich ist, wir wollen vielleicht irgendwo was ausbauen. Warte, lass mal gucken, dass wir noch. Wir haben hier unten noch grünen und blauen Balken. Dass wir da noch schauen. Was wir da hinkriegen. Was haben wir denn hier hinten gebaut? Schicke Straße. Machen wir da noch ein paar Hochhäuser hin. Blau ist auch gefragt. Hier an der Kreuzung vielleicht. Im Eingangsbereich des Industriegebietes, oder wie soll man das nennen? So. Ja, dann machen wir da noch zwei. Dann machen wir da noch zwei niedrigere, oder so ein bisschen Übergang. Und dann machen wir hier alles flache Häuser hin. Ist das Industrie, ne? Vielleicht möchte da keiner wohnen in dem Moment. Ja. Machen wir erstmal so. Ist hier Wasser? Nö. Dann brauchen wir erstmal Wasser. So. Und so. Fertig. Dann haben die auch Wasser. Dann nochmal hier rein. Ein paar Wohnflächen gemacht. So, dann können die hier schön wohnen. Sind die alle glücklich, ne? Ja, was macht man da hin? Machen wir da groß hin, damit man das Industriegebiet nicht so sieht. So. Billiger Wohnraum, ne? Jetzt natürlich hier noch. Machen wir hier die beiden noch weg und das vielleicht auch noch, weil da könnten wir dann noch notfalls eine Arztpraxis oder sowas hinmachen. Dass wir nicht alles zubauen. Guck mal, hier sind schon erste Häuser hingekommen. Läuft, ne?
Da sind die ja glücklich und zufrieden. So, hier ist nun nichts. Ich glaube, so ist unsere Standardausrichtung. Ja, hier drinnen wäre noch was zu bauen dann. Haben wir dann irgendwo noch Flächenplatz? Hier noch irgendwo was? Ah, hier ist noch was frei. Ja, hier können wir definitiv noch ein paar Blocks hinstellen. Hier machen wir noch Kommerz, weil der will ja auch noch was. Okay. Hier haben wir noch einen ganz kleinen Industriebereich, sehr interessant. Ja, dann machen wir das gerade da auch noch voll, egal. Hier in der Ecke. Oder lieber, nee, machen wir einen Block hin. Da ist noch was. Hier noch. Da auch noch. Dann machen wir das hier noch zu, ne? Ja, lassen wir so. Sind aber immer noch gefordert. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal eine schicke Straße rein. So, kriegen wir da jetzt eine Kurve in die, ja, ist es auch. Da ist jetzt fertig. Und hier so. Nee, dann machen wir das da. So. Und zack, eingerastet. Fertig. Da haben wir dann ein kleines Wohngebiet geschaffen. Und wir brauchen natürlich auch heißes Wasser. Da. Na, da. Ja. Machen wir erstmal bis dahin. Sollte funktionieren, genau. Wasser ist da, läuft. Strom machen sie sich selber in dem Sinne. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da noch ein paar Häuser hinpflanzen. So, da, dort. Da auch. Alles Wohneinheiten hierhin. Ist da schon was? Ich glaube ja, ne, oder? Ne, vielleicht auch nicht. Jetzt ist da auf jeden Fall was. Kommerz möchte ja auch noch was haben. Hier ein Tante-Emma-Laden und ein Bäcker wahrscheinlich so vorne. Machen wir da noch hin. Jetzt ist die Frage, wie weit hier noch? Machen wir da noch hin. Da, und das lassen wir erstmal wegen der Straße. Die geht dann da rein, wenn, ne? Aber erstmal sollte das gehen. Kommerz möchte nur, aber naja, wir haben schon 81.000 Einwohner. Das läuft. Funktioniert ganz gut.
So, jetzt würde ich sagen, haben wir wieder ein bisschen was gemacht, dass die wachsen können, müssen aber gerade erstmal nach unseren Problemen wieder gucken, oder? Zum Beispiel, ja, Strom läuft jetzt gerade an, ist noch da. Ich glaube, man sollte vielleicht überlegen, wieder ein bisschen mehr Strom zu aktivieren. Aber wir könnten auch erstmal hier gerade durchblättern. Okay, Wasser ist etwas schwierig. Aber da haben wir zum Beispiel hier noch was, ne? Das aus. Und das einschalten. Und dann ist das schon mal besser geworden. Haben wir denn... Hier sind noch... Leitungsanlage. Kommt auch an. Geht das dann hoch? Ja. Aber so wie es aussieht, reicht das mit dem Frischwasser nicht ganz, oder? Die laufen alle hier, sind so aus. Nochmal ein. Und da das nur so einen kleinen Sprung gibt, kann man ruhig den zweiten auch noch anmachen. Gut, läuft. Ist hier noch einer aus? Nein, der läuft auch. Gut, die sind an. Abwasser, noch einen mehr. Was macht das jetzt aus? Ja, da bin ich dann erst zufrieden mit. Strom ist noch da. Müllverarbeitungsstatus. Mülldeponien, Auslastung 21%. Aber wir brauchen noch eine MVA oder sowas, ne? Ach so, hier ist schon mal eine. Ist die Räumung beendet. Da kann sie anfangen. Und da hinten auch. Ist noch irgendwo beendet. Ach, da ist noch einer. Die blinken alle schön. Was ist hier für ein Problem? Kriminalitätsrate ist zu hoch. Okay. Aber irgendwo war ja auch einer, ist das sogar der, der nicht angeschlossen ist? Sieht so aus, ne? Dann machen wir da mal gerade noch eine Straße hin. Dann ist der wieder angeschlossen, ne? Die blinken aber alle. Und wir wollten das ein bisschen ändern, ne? Oder wie war das? Mal Straße weg, packen wir den an. Bewegen. Den schieben wir mal in das Neue. Wo haben wir das denn gebaut? Hier hinten irgendwo, ne? War das das hier? Ja. Den schieben wir mal ganz einfach hier hin. Und aktivieren den auch. Räumung ist beendet. Und das gleiche machen wir mit noch einem zweiten. Den schieben wir da auch rüber. Zack. Einschalten, Räumung ist beendet. Läuft. So. Und hier haben wir das gleiche nochmal. Vielleicht sollten wir nochmal zwei rüberschieben, oder? Hier war ja einfach zu groß. Das hat man ja festgestellt. Da habe ich gerade noch irgendwo so ein Teil gesehen, was uns... ich glaube, wir machen das so rum. Sagte, dass da unterwegs ein Friedhof noch voll war. Was ist das? Das ist ein Friedhof. Der hat mehrere Probleme. Der ist einmal aus. Da ist aber den, den ich gesehen habe. Zack. Muss man aufpassen, dass wir die orangen Dinger nicht auch noch mehr sehen. So, und dann nehmen wir den noch, verschieben den auch. Zack. Läuft. Einschalten und in Betrieb nehmen. So, Müll. Ist jetzt ein Tacken besser geworden. Eine MVA hier wäre vielleicht noch ganz sinnig. Haben wir, was ist das hier hinten? Ist die nicht an? Doch, die ist an. Wird schwarz dargestellt, okay. Hier ist noch einer.
Die muss auch woanders hin dann. Da müssen wir hier aber noch ein bisschen was mit Straße machen, ne? Nee, das funktioniert ja nicht, ne? Irgendwie sieht es gerade so aus, als ob das nicht passend ist mit der Straße da. Die Idee war jetzt nicht die beste, das da so zu machen, ne? Vielleicht ist so besser, ne? Dann die Straße nochmal auswählen. Ne, die wollen wir jetzt nur gerade machen. Machen wir nochmal so. Geht natürlich nicht, ist klar, ne? Und das mal erst so. Und dann, ja, dann können wir da noch welche dran ersetzen. Warte, wir hatten aber unterwegs noch welche. Wo war der jetzt? Hier irgendwo. Den wollen wir als erstes verschieben. Warte, das muss ich dann erst anmachen, damit es sich entleert, oder wie sehe ich das? Ja, sieht wohl so aus. Haben wir irgendwo noch einen Müllstelle? Nein. Das ist soweit in Ordnung. Hier sind die am Laufen. Und hier verschieben wir die. Das hintere muss weg da, ne? Dann an, laufen lassen, läuft. Gut, aber da gucken wir nochmal rein. Ja, nützt nichts. Wir brauchen noch eine Müllverbrennungsanlage. Und die setzen wir mal ganz locker hier gegenüber hin. Fertig. Läuft, oder? Gut. Kesselstation, okay. Ach so, das Heizkraftwerkmäßig, alles klar. Ja, gut, da haben wir noch ein bisschen was verschoben, haben noch ein paar Wohngebiete gemacht. Wir haben 82, fast 83 Millionen Einwohner. Das läuft. Meilensteine, wo waren die noch zu sehen? Ist Mika bei 80.000. Die haben wir ja schon erreicht. Das bedeutet, wir könnten dann auch einen Flughafen noch bauen. Monument und haben noch eine Fläche. Aber die haben wir schon genug, die Fläche, ne, oder? Da können wir doch nicht mehr ausbauen, ne, oder? Ne, sind wir schon fertig mit. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!